Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Valheim. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Hallo. Der ist schon kräftig am Erkunden. Wir sind hier im Düsterwald und ich glaube zumindest, wir haben hier drüben einen Berg. Weiß nur noch nicht, ob das ein Gebirge ist. Und Mike, es Eine sieht gut aus, ich Ebene. sehe Schnee. Könnte natürlich sein, dass es auch wieder nur so ein Mini-Ding ist. Aber vielleicht finden wir einen Steingolem, vielleicht finden wir eine Höhle. Aber hier ist auch noch ein Stück Ebene mit drin, okay. Und Mike ist auch in der Ebene fast schon. Oh shit, hier sind zwei Todeskitos. Ja, Mike, das kriegst du hin. Ja. Will nicht, du weißt ja. Luftunterstützung! Bin schon tot. Hier ist auch noch eine. Korrektur. Hier war eine. Was? So. So, gibt es hier Höhlen? Hallo, Höhlen. Hallo. Hallo. Oh, mal wieder Schnee unter den Füßen. Das ist so komisch, ne? Ja, schon so ein bisschen. Also ich meine, wir waren ja letztens, hatte ich dir ja auch da geholfen, Silber zu holen. Aber ne, das Schnee ist lange nicht mehr. Wirklich so. Nee. Und da war ich ja auch nur kurz da, habe ich ne, abgeholt, bin wieder gegangen sozusagen. Schon sehr majestätisch. Hier ist eine kleine Hütte. Da höre ich doch schon, wenn ihn mit seinen Knochen schlottern. Oh, ich hätte die Tür gar nicht aufmachen müssen. War auf der anderen Seite offen. Auf der anderen Seite fehlt halt einfach die Wand. Schnee hat halt was Idyllisches, aber trotzdem auch was Bedrohliches. Oh, hier ist eine Höhle. Ja. Davor steht noch ein Wolf rum, aber. Hallo! Nicht wegrennen. Was war's mit dem Wolf? Kurze Markierung machen. Höhle. Jetzt können wir wieder gehen. Höhle ist markiert. Frosthöhlen. Ich weiß gar nicht mehr, was es hier in den Höhlen alles gab. Hier kriegst du auch die Kristalle her. Ja, das auf jeden Fall, das war ich. Deswegen sind wir ja mit hier. Okay, Obsidian und Kohle. Also Geld, ne? Nicht Kohle, sondern Geld. Ich meinte eigentlich so gegnermäßig, was es hier gab. So eine Höhlenmalerei. Der sehe nichts. Mach dein Licht an. Naja. Also das finde ich passt natürlich schön, ne? Blaues Licht auf blauem Grund, aber du bist rechts rum, oder? Ich komme erstmal mit dir mit. Du bist Ja, schon durch. Ja, müssen wir nur noch hier runter. Da war ich schon. hier? Da war ich schon. Okay. Ach stimmt, hier gab es ja auch die Fledermäuse, die Nervdinge. Ja. Mal kurz. So viel zum Thema Und Nervdinge. da gibt's auch diese Kristalle. Ja. Hier ist eine Tür. Ja. Hast ein paar Haare gefunden. Junge, so ein Ja. Feuerball. Oh, Innereien. Dinge, die ich schon immer finden wollte. Autsch. So. Hier drüben ging es gar nicht mehr weiter. Ne, hier ging es nicht weiter. Aber hier, wo der Mike lang rennt. Hier ist nichts mehr? Ne. Oh. Hier hält ja wenig aus. Ja, die halten nichts aus. Was war's denn? Zwei Wölfe.
Ach so. Also auf vier Beinen. Oh, hier könnten noch so Kultisten kommen. Ach so, Ja. nicht die Wölfe, sondern die, Ah, da ist so ein Kultist. Die Kultisten meinst du? Ach, noch einer. Ja, du spuckst ein bisschen Feuer. Soll ich auch mal Feuer spucken? Aber ich brenne. Das tut nicht gut. Lalalalala. Wie kein Platz für rote Jute. Dann schmeiß ich halt den Stein raus. Wer braucht denn Steine? Rote Jute ist viel besser. Spuck. Und der hat Feuer geschmissen. Gegen Feuer hilft nur eins. Eis. Oder sind wir die Klauen? Die können wir einsnacken. Die Knochen können wir mal hier lassen und dafür die Silberkettchen mitnehmen. So. Wo auch immer dieses eine Eisen jetzt herkommt. Bleibt der Kopf halt hier. Silberkettchen. Das können wir von der Wand holen. Ja. Guck mal, ich gebe dir mal die Kristalle. Ja, du hast schon alles andere eingesammelt. Okay. Never mind. Statue ist hier voll cool, das fällt mir jetzt erst auf. Das Ja, ist so ein Wolfskopf. so ein Wolfskopf. Weiß auch nicht, ob wir die schon mal gesehen haben. Frage. Nee, kann man leider nicht mitnehmen. Können wir auch nicht einscannen und mitnehmen. Oh, hier sind noch ein Fenris-Zopf. Was gab es hier noch? Ja, Innereien. Lecker Innerei, ein bisschen Fleisch. Ja, du, ich glaube, das war es tatsächlich so. Ja. Ah, hier ist noch eine Kralle. Die kann man mitnehmen. Eine Kohleklaue? Nö. Ein paar Kratzspuren versteckt hinter der Säule. Ja, die Höhle wäre dann dementsprechend leer. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Was Sie sehen, sehen Sie ja. Richtig. Die Ausgänge immer so hell sein müssen. Da findet man die besser. Oh! Beißt man einfach so eine Fledermaus in den Hintern. Ja, bei mir auch beim Rausgehen. Aber es hat mich nicht mehr gejuckt. Nee, die 0,7 Schaden, die, ja. Die ganze Boah, Behalte. Alter, hast du eine Aussicht? Ja, ist ja auch fucking hell hier. Ja, guck mal hier. Hey, Oh, er schubst mich einfach das war runter. keine Absicht. Ja, schön. Guck mal, wir müssen theoretisch da drüben, wo ich jetzt hingucke, da sind nochmal Berge. Ah, das sind wahrscheinlich Ja. diese Berge hier, die wir schon gefunden haben. Mist. Ja. Schade. So weit können wir gucken, Alter. Ja, müsste eigentlich das sein, oder? Ja. Wenn da unten ist noch ein Koboldorf, das könnte man mitnehmen. Ich muss ja gerade mal markieren, dass die Höhle hier jetzt gelootet ist. Höhle. Leer. So, schauen wir mal, vielleicht finden wir ja noch eine Höhle. Oder zumindest ein Steingolem. Wie viele Kristalle hast du Ich jetzt? brauche sehr viel. Ich habe jetzt 17 und für jedes Glas brauche ich. Boah, weiß ich gar nicht. Für jedes Glas, was ich baue, brauche ich 2 Stück. Na, für jeden Glasblock oder was? Ja. Und das sind diese ganz kleinen, diese 1x1-Blöcke. Korrekt? Ja. Nice. Hier ist wieder ein Stein von Ulf dem Mutigen. Oh, hier oben ist auch ein Mutti-Spawn. Das heißt, ich kann jetzt 8 Glas bauen. Ja, nice. Ein neues Fenster sozusagen. Nicht mal. Hallo Drache. Jetzt hat er mich gesehen. Das ist gar kein Mutti-Spawn, das ist so ein Loch. Oh. Ja, Zwiebelsaat müssen wir jetzt nicht mitnehmen, da haben wir schon viele von. Das ist auch in Ordnung, wenn wir die da lassen. Hi Wolf. Hi Wolf. Oh, ich habe einen Steingolem gefunden. Nice. Brenne!
Okay, ich sollte auch treffen. Ich sagte, brenne! Ja, nicht ganz so effektiv. Ui. Ey, der Federmantel ist so geil. Ich mag den Federmantel. Okay, Feuer ist effektiver gegen ihn als die Spitzhacke auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt hier noch so ein Wolf. Früher wäre das ein Problem gewesen. Aber heute sage ich nur eins. Feuer! Ey, früher wäre das so richtig problematisch gewesen, wenn da noch ein Wolf zugekommen wäre. Ja, hier kommt direkt noch einer. Oh, jetzt kämpfen die beiden gegeneinander. Ja, macht ihr mal. Jetzt nicht runterfallen da. Sagte Feuer! Feuer! Bam! Der Wolf ist weg. So, schon was Schild und Dings sagt. Ja, jetzt auch nicht schlecht, aber ne, Feuer ist schon. Man müsste auch treffen. Feuer ist halt schon geil. So, wie viele hat der gegeben? 6. Ich habe ihn jetzt bei 28. Okay, 6 ist in Ordnung. Gucken, ob wir noch einen. Warte mal, hier drüben war ich noch nicht. Aber ich befürchte, dass hier ist nur noch ein Ausläufer. Und wir können den Spawn markieren. Ich weiß nicht, wie oft die wieder spawnen, aber ich glaube, hier macht das keinen Sinn. Das können wir höchstens bei uns mal machen in der Ebene dann, in dem Gebirge. Oder unten ist wieder. Ich hab eine Höhle gefunden. Ja, ich bin runtergesprungen. Warte, ich komm wieder hoch. Ich komm hoch. Weißt du, woran? Ich dachte mir schon so, na? Hier ist so die Plattform so gerade so. Ja, und es geht so weiter. Ich verstehe, was du meinst. Und dann dachte ich so, ich bin hier so lang gegangen, hab so geguckt, oh, nichts. Und dann hab ich so rumgeguckt, oh, Höhle. Höhle. Ja, rein da. Ich markiere die erst, wenn sie leer ist. Bam! Oh. Kommen wir hier durch? So ein Ulf. Ja, hier kommen wir durch. So ein Ulf war das. Ey, du Ulf, du. Ui. Ach du Scheiße. Ich bin hier relativ tief runtergegangen und hier sind relativ viele Fledermäuse. Was du? Hui. Attacke! Also Feuer, hallo. Ne, durch den Flächenschaden ist echt relativ effektiv. Ja. Guck mal, ich hab eine Ulf-Trophäe gekriegt. Oh, wir haben die Drachenmutter bekommen, die wir schon hatten. Ja, hier liegen noch Kristalle drin, die kann ich nicht aufsammeln. Eine Ulf-Trophäe. Ja. Eine Ulf-Trophäe. Oh, die haben wir, glaube ich, schon. Zumindest wird es mir nicht als neu angezeigt. Also mir wurde es als neu angezeigt. Okay. Was kannst du nun einstecken? Hast du Innereien? Innereien kann ich nehmen, ja. Geld kann ich nehmen, Klauen kann ich nehmen, Haarschöpfe kann ich nehmen, Rubine, Bernstein, Obsidian. Hier hast du schon mal Haarbüschel. Was kannst du noch nehmen? Wolfzahn? Wolfzahn? Nee, Fenris Klaue könnte ich nehmen. Oder rote Jute auch. Rote Jute hier. Ich schmeiß mal das eine Auge, was ich hier noch einstecken habe, schmeiß ich jetzt mal weg, das braucht ja kein Mensch. Also ne, früher oder später schon, aber ich bin jetzt nur hier runter, um diesen einen Spawnpunkt zu finden. Super. Den hatten wir ja schon. Oh Gott, erstmal hier ein Würstchen essen auf dem Weg nach oben. Wäre das wenigstens ein Weg, den man laufen kann, aber nein, man muss hüpfen. Und das ohne Buff. Super. Das ohne Buff. Ohne Buff. Oh, was ist das hier für ein geheimer Raum? Eine Truhe. Gold. Kann ich hier drauf chillen und sehe das alles gemütlich an, weil hier Fackeln sind? Nein, scheinbar nicht. Okay. Nicht wieder runterfallen. Das ist ja auch so ein bisschen der kleine Fehler dieses Spiels, ne? Wenn man ein Lagerfeuer hier aufmacht, dann ist man direkt vergiftet. Warte mal, können wir hier durch? Das sieht so aus, als könnte man hier weiter, Mike.
Wo? Mal hier. Kurz. Oh nee, das waren einfach nur ein Glas später. Weil die hier kann man ja wegmachen. Mann! Mal weg hier. Warte. Au, nicht von allen Seiten, ja, Arschlöcher. Sonst will ich hier ins Loch fallen. Warte, ich muss kurz die Truhe looten. Dann können wir hier Feuer! Ah, nee, und wenn man so ein Lagerfeuer hier halt stellt, dann ist er ja komplett vergiftet. Au, hört auf damit. Hört auf damit. Ich schlage wie wild um mich, ja? Irgendeinen von euch treffe ich schon. Und wenn es der Mike ist. Wir hatten die Fledermaus gerade angekitzelt. Stumpfe Ecke vom hier, die ist selber gegen das Schwert geflogen. So. Ihr habt sie aus Versehen gebuchst. Hast du die Truhe da jetzt? Ja, die Truhe habe ich. Also, natürlich habe ich die Truhe. Also, das ist ja, also, ne, die Truhe da, also, habe ich ja schon lange. Also. Weiß Fledermaus, komm ran. Oh, hier haben wir so Wandmalereien. Ja, die sind ja leider komplett bedeutungslos. Also ich meine, schöne Deko ist es, ja. So. Ich würde hier jetzt mal noch nicht runterspringen. Ich würde erstmal hier geradeaus gehen, aber da hast du scheinbar schon gelootet. Ja. Ja dann. Es ist so geil einfach. Ja, früher war das hier wahrscheinlich tödlich geendet. Ich kenne uns. Ja. Hier sind auch noch ein paar in der Ecke. Ja. Oh, Moment, den kann ich nehmen. Gar kein Problem. Also ich habe jetzt 39. Ich habe noch einen, den lege ich dir hier hin. 40. Oh, guck mal, hier geht's rüber. Hier ist ein geheimer Gang. Ja, da muss ich erstmal hinkommen. Hallo? Hallo? Bin mal daheim? Warte. Ulf! Feuer-Ulfs! Ah, ne, Kultisten heißt ihr, nicht Feuer-Ulfs. Wisst ihr was? Komm, ne? Was ihr könnt, kann ich ja auch. Jo! Aber ihr macht das mit Eis. Mike, ich sehe nur noch Feuer. Ich gehe mal ein Stück zurück. Au! Etch. Mike, du brennst. Ich glaube, das ist nicht gesund. Nicht? Aber guck mal, Feuer! Wir fackeln hier auch alles ab. Feuer! So, ein paar Innereien vielleicht noch. Also wir sollten tatsächlich nur noch zusammen looten, dass wir den kompletten Loot immer mitnehmen. Hier kriegen wir jetzt nichts mehr raus, oder? Also da kommt nichts mehr raus, wenn wir hier irgendwas kaputt machen. Nö. Kriegen wir von denen was? Oh, Bronze-like. Bronze? Hier geht's sogar noch runter. Ja, ich weiß. Er ist auch noch so ein Kultist. Hallo! Oh, und Ulfs. Einige Ulfs. Ja, warte, ich will mal gucken, wie viel Schaden ich mit der Airballast mache. Ja, warte, ich gehe wieder hoch einfach. Ich habe nicht getroffen. Okay, versuch mal zu treffen. Ja, über. Ja. Ja, ich stech den jetzt ab. Er ist mir zu bunt hier, wird mir zu warm. Ich steige auch mal wieder auf Feuer um. Also, wenn wir Bronze haben wollen würden, aus diesen kleinen Fackelstationen kriegen wir Bronze raus. Ich kann keine Innereien mehr mitnehmen. Ja, ist blöd. Warte mal, ich kann mal gucken, was ich so einstecken habe. Ich habe Innereien schon einstecken. Ich habe auch Platz sozusagen. Ich komme, ich eile. Muss hier nur noch ein bisschen roten Vorhang wegballern. Scheinen wir da reichen. Ach, moin. Hast du hier schon alles? Ja. Nice. Ich bin saugstark. Wie zäh war ich und weg. So. Mann, das war voll kacke. Warum haben wir nicht auch diese Halbstufen hier, die hier sind? Die sind geil, ne? Ja. Oder auch den Boden. Ach, hier. Ja. Nee, gar nicht wahr. Das sind diese großen Steine immer ineinander gesetzt. Ach so. Ja, dann können wir das ja auch machen. Warte mal. So, jetzt habe ich das Bedürfnis nachzugucken, ob bei dem anderen auch so ein Halbweg war. Ah, nein, nicht runterfallen. Jo. Step.
Ausdauer mal wieder. Step by step. Ja, wir haben halt keinen Buff mehr. Ohne Buff ist halt blöd. Aber unser Portal ist leider auch unten beim Schiff. Sonst hätte ich gesagt, schnell Portal machen, Buff holen. Gib ihm, aber. So, Ich jetzt haben wir glaube, nur bei noch. uns war. Oh, oh ne, Fledermaus. So nicht. War ich hier nicht schon? Nee, ich gehe mal geradeaus. Gehst du geradeaus? Okay. No. Dann gehe ich mal hier rechts rum. Hallo! Lecker Guten Tag, Loot. Ulf. Ja, Ich du komme warst einfach mal mit der erschreckt. Tür ins Haus. Ach, ihr habt ja gar keine Tür. Oh. Ach, wo kommst du denn her? Du brennst. Ich weiß, du machst doch Feuer, aber ich habe auch ein Messer. AKA ein Schwert. Oh, holen wir das auch mal wieder ab. Ist aber super, das heißt, wir kriegen jetzt auch ultra viel rote Jute. Und das heißt, wir können uns wieder Kleidung machen, die wir vorher noch nicht hatten. Das finde ich sehr nice. Weil ich weiß, bei den ersten paar Dingern, die wir gelootet haben, da war auf jeden Fall das ganze Mangelware. Oh ja. Ich glaube, da hätten wir, keine Ahnung, 20 Höhlen wegmachen müssen dafür. So, gibt es da unten bei dir noch was, was ich abholen muss? Ja. Da ist was, was ich nicht mehr mitnehmen kann. Ein paar Knochen und Innereien. Na gut, Knochen sind mir egal. Die sammle ich aber trotzdem auf. Scheinbar habe ich sie einstecken. Okay. Aber im Prinzip, den Stuhl zerstören. So, aber Innereien sind immer gut. Gut für die Würstchenproduktion. Hier sind noch, achso, das waren noch Habe ich Knochenfragmente. gesammelt, alles gut. Knochen, nehmen wir auch mit, ist okay. Hier ist auch voll geil. Hä? Die Tür hier ist voll geil. Hat was, ne? Vor allem so schön groß. Das wäre so die schöne Zwischengröße zwischen unseren normalen kleinen Scheißtüren und unserem Riesentor, was wir am Eingang stehen haben. Aber nein, uns gönnt man das wieder nicht. Aber gut, an der Stelle sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und ja, übermorgen, 17 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Bis dahin, bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.